Und da halte ich sie in Händen. Eine der ersten Steeds RTW, die es in Deutschland gibt. 135 Gramm leicht. Gefühlt eine Feder in Händen. 3,5 Kilo Bremskraft. Gibt es in zwei verschiedenen Übersetzungen. Einmal die 6,8:1 und die 9,1:1. Schnureinzug bei der niedrig übersetzten 60, bei der höher übersetzten 80 cm. Farblicher bzw. optischer Unterschied. Bei der höher übersetzten ist dieser Ring nicht silber, sondern rot. Die Spule soll ein Fassungsvermögen von 45 Metern, 8 Lips Flugcarbon haben. Mal gucken, was an PE rauf geht. Made in Japan, auch nicht mehr selbstverständlich. Meine Steeds Air nimmt auf einer Evergreen Kaleido Black Briar Platz in der Black Edition. Wirklich eine sehr stimmige Kombo. Liegt toll in der Hand. Wie sagt man so schön, passt wie Arsch auf Eimer. Ca. 120, 130 Meter Super PE von Sunline in 8 Lips, dann ist die Spule voll. Starten tue ich mit einem kleinen Finesse-Jig von Decoy, 1,8 Gramm schwer. Als Köder ein 3 Zoll Ring Curly von Nike. Das Ganze wiegt zusammen vielleicht 2 Gramm. Na, gucken wir mal, wie weit wir damit rauskommen. Der Startwork hat keinen Klicker. Eigentlich schade. Leider auch keinen Abzugsklicker. Mal standardmäßig auf 6 eingestellt. Das war jetzt mal ganz locker geworfen und ging schon ganz schön weit raus. Alter Schwede, für 2 Gramm, Wahnsinn. Nächstes Testobjekt, 2,5 Gramm, Freewick. Mit 2 Zoll Dolife Core. Also mit dem Köder und dem Haken kommen wir vielleicht auf 4 Gramm. Maximal. Weiten sagen mehr als 1000 Worte. Unverändert, immer noch die 6er Einstellung. Erste Würfe mit der neuen Steeds RTW sind gemacht, erste Eindrücke gesammelt. Gewichte zwischen 2 und 4 Gramm kamen zum Einsatz und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt. Also ich hatte bis jetzt noch keine Rolle, die so entspannt so leichte Gewichte geworfen hat. Ob das jetzt der neue Stern am Finesse-Himmel ist oder wird, kann ich natürlich noch nicht sagen. Das sollte jetzt auch nur mal ein ganz grober erster Test sein.
Ich habe jetzt auch nichts an der Rolleneinstellung verändert, die wirklich out of the box montiert, bespult und geworfen. Wer jetzt noch ein bisschen mit einer Bremse rumspielt, vielleicht eine feinere Schnur wählt, der wird noch bestimmt den ein oder anderen Meter mehr rausholen können. Ganz sicher sogar. Ich kann auf jeden Fall schon mal behaupten, dass die Steeds RTW in Verbindung mit der Blackbriar eine super stimmige Kombo ergibt. Haptisch als auch optisch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie sich im weiteren Praxiseinsatz macht. Da bleibe ich am Ball und werde weiter berichten.